Moin Leute! Am heutigen Tag werden nicht nur Videospiele programmiert, sondern seit neuestem auch produziert. Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Games Tycoon. Wir gehen sofort rein. In der letzten Folge haben wir ordentlich Spiele produziert. Die sehen wir hier auch. Minecraft 1.20. Dann haben wir Reise zum Mittelschlund der Erde und Sally 2. Bis dato, ja, haben sich alle gut verkauft. Okay, Reise zum Mittelschlund der Erde wurde vom Markt genommen, hat aber 14 Millionen Dollar gemacht. Das ist absolut geil. Jetzt habe ich aber eine Frage. Und zwar, was passiert denn mit den ganzen nicht verkauften Spielen? Lagerbestand verkaufen. Nee, da warten wir mal ganz kurz ein bisschen ab. Oh, wir können neues Genre, Plattformer. Ja, das machen wir mal. Und direkt ein neues Game. Und zwar würde ich ganz gerne direkt eine Fortsetzung machen. Oh, warte mal, was ist denn gerade angesagt? Oh, Rennspiele sind im Trend. Okay, Adventure, Action. Oh, Rollenspiele unbeliebt. Genau, Genre. Oh, und das Thema Schule. Ja, komm, dann lass uns direkt was komplett Neues machen. Und zwar die Abenteuer von... Okay. Die Abenteuer von Mini-Edgar. So, Spielgröße. Ja, lass mal hier ein bisschen höher gehen auf B+. Dann können wir nämlich viel mehr Gameplay-Features reinballern. Zielgruppe, alle. Spieltyp, Standard. Ja, oh, warte mal. Lass mal hier. Lass mal Jacob Toredo nehmen. Der ist ja viel besser als ich. Ja, als Leitner. Ah, wohl Designer. Da bin ich schon eigentlich ganz gut. Ja, wir lassen Paletto. Ja, dann lass uns Rennspiel. Hauptthema. Kino. Und Tiere. Ah ja, wir haben ja immer noch diese eine Lizenz. Oh, als ob Personal Computer. Das sind jetzt diese klassischen Computer, die man, wie man sie von früher kennt. Obwohl, ich glaube, viele, ey, ihr habt's echt gut. Röhrenmonitore. Junge, die waren so schwer, wenn wir früher eine LAN-Party gemacht haben. Dass die waren, ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, so schwerer als ein Computer damals. Das war wirklich absolut sick. Was ist hier eigentlich mit dieser Engine? Das habe ich immer noch nicht ganz gecheckt. Engine, Gewinnbeteiligung 6%. Da müssen wir vielleicht mal selber irgendwas programmieren. Ah ja, Kopierschutz. Ah, jo, den haben wir ja gekauft. Und zwar SafeForce. Oh ja, jetzt können wir ordentlich Sachen an... Hier kommt alles mit rein. Entwicklung starten. So. Ihr müsst jetzt supporten. Sehr gut. Oh ja, hochwertige Sounds kommen auch mit rein. Oh, was? Ein Musikstück für das aktuelle Spiel ähnelt zu sehr einem Hit aus den Charts. Um einer Klage zu entgehen, wurde dieses Musikstück entfernt. Jungs, da müsst ihr jetzt aber noch mal ein bisschen Gas geben, ne? So, genau. Die suchen hier aber, warte mal, sind die... Ne, ein Platz ist bei den Sound Artists noch frei. Oh, interessant. Sally ist noch nicht raus aus den Miesen. Wir sind immer noch bei minus 417.000. Interessant. Damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Entwicklung fortsetzen. Ja. Oh ja, wir haben einen neuen Sound Artist. Der kommt jetzt hier rein. Und dann müssen wir jetzt hier mal kurz Stopp machen. Und zwar Aufgabe abbrechen. Genau. Dann lasst's Fachkräftesuche, Marktforschung. Nö, ich würde ganz gerne noch Spezialisten nochmal für Grafiker. Genau, weil hier fehlen uns, oder was sind das? Ja doch, Grafikstudio. Was man hier auch mal machen kann. Hier kann man sowas einstellen. Ja, automatisch mit besten Gegenständen updaten. Genau. Alle Objekte sind auf dem neuesten Stand. Okay, das ist doch praktisch. Okay, wir sind mittlerweile wieder im Besitz von 20 Millionen, aber die beiden Sachen, die sind noch zu teuer. Hier unten... Ah, warte mal. Ich wollte auch Folgendes machen. Das hier ist mir zu groß. Ich würde gerne mal gucken, ob man das Raum umgestalten. Genau. Und zwar würde ich ganz gerne... Ja, ja. Wir brauchen ja nur 5×5. Zack, genau. Das, jetzt sind das nämlich... Ah! Okay, das ist doof. Ja, Gegenstand verkaufen, bitte. Nee. Mach doch mal... Lass sie doch mal ruhig da drin. Na, jetzt müssen die da alle... Hä? Was macht der denn jetzt? Der lässt mich jetzt alle Dinger hier verkaufen. Produktion. Denn der braucht ja hier eine Tür. Geht das nicht? Es fehlt eine Tür. Ah ja, die müssen wahrscheinlich hier so längs gehen können. Naja, da kann ich die nämlich nicht hinsetzen und ich kann sie auch nicht hier draußen. Okay, dann lasst uns mal ganz kurz den Raum umgestalten. Und dann muss ich zumindest das hier einmal löschen. Dann ist das fertig. Ja, drei Maschinen reichen hier tatsächlich auch. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Zack, ja, das ist doch gut. Tür kommt hier hin. Automatisch. Ja, perfekt. Okay. Oh, das Lager hier. Warte mal, Lagerbestand verkaufen.
Ja, hier. Reise zur Mittelstunde der Erde. Oh ja, das können wir nochmal. Möchtest du den kompletten Lagerbestand verkaufen? Ja. Warum nicht? Ist doch gut. Dann ist auch ein bisschen Platz wieder. So, Sally 2 ist jetzt auch schon im Plus. Sehr praktisch. Ah ja, die Jungs hier unten. Ah, Fachkräftesuch. Oh, da hatte ich nicht automatisch wiederholen gemacht. Oh, neue Forschung verfügbar. Und zwar Gameplay Features Easter Eggs. Das finde ich gut. Aber wir wollten aber auch, was die Engine angeht, mehr reingehen. Und zwar, ja genau, alles automatisch erforschen. Ja, sehr gut. Mach das mal bitte. Akzeptieren. Da müsste der jetzt alles automatisch machen. Wir müssten mehr in dieses Gameplay oder so reingehen. Oh, jawohl, Minecraft. Ey, warum ist Entwickler des Jahres Sega? Publisher des Jahres sind wir zumindest. Aber das ist doch geil. Spiel des Jahres, Sally 2. Perfekt. Das ist doch immer, das gefällt mir. So, ich denke, wir könnten jetzt mal das Spiel raushauen. Jawohl. 70 bis 90. Selbst vertreiben. Da ist wieder alles gut. Nächste Woche. Tipptopp. Ja, eine 81. Hätte ich gedacht, dass da mehr geht. Aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Automatische Produktion. Was ist denn automatische Produktion? Warte mal. Aber ihr produziert jetzt nicht. Spiel produzieren. Die Abenteuer von Mini Edgar. So, dann mal ran an den Feind. Wurden jetzt, ach krass, alle Engine-Features. Hier haben wir jetzt nochmal zufällige Story-Ereignisse. Ich werde auf jeden Fall gleich mal gucken, das mit dieser Engine. Da bin ich einfach mal gespannt, ob das irgendwas bringt. Genre, Simulation, das finde ich gut. Einfach Flixbus, das wäre ja geil. Wir programmieren den Flixbus-Simulator oder Fernbus-Simulator. Das wäre cool. Was ist hier eigentlich mit FIFA? Das kann man doch mal, ist das immer noch auf dem Markt? Warte mal, Spiel vom Markt nehmen. Ja, FIFA ist immer, keine Ahnung, was das da macht. Neue Engine entwickeln. Ja, das werde ich mal machen. Die Engine nennt sich Paluten Power. Versionsnummer automatisch vergeben. Ja, perfekt. Ich werde einfach mal alles reinhauen, oder nicht? Ist doch super. Alles rein damit. Tech Level. Spezialgenre. Oh, warte mal, was ist denn? Rennspiel war am Start. Verkaufspreis? Nee, die werde ich nicht zum Verkauf anbieten. Spezialplattform, lass mal auf jeden Fall die nehmen mit den meisten aktiven Nutzern. Ja, ja, der Personal Computer, der kommt jetzt. Ja, dann mal rein damit. Ich hoffe, die bringt irgendwas. Das Ding kostet 63 Millionen. Wir müssten einmal 35 Millionen verdienen, damit wir das Ding hier kaufen können. Hier unten ist unsere Produktionsstätte, das ist auch geil. Oh, die Engine ist schon fertig. Ja, perfekt. Dann direkt eine Fortsetzung von Sally. Ah, das ist ein Denkspiel. Na, Sally 3, die macht das. Obwohl, Denkspiele sind sogar mega noch im Hype. Und dann noch Rennspiel. Lizenz nehmen wir nochmal Moon Wars. Und jetzt diese Engine, die Paluten Power. Hopp! Engine Features 11. Das könnte auf jeden Fall abgehen, oder? Ja, weil dadurch haben wir jetzt zumindest hier mehr Sachen. Speaker Sound, nee, lass mal den krassen Kram. Oh ja, die ganzen Features. Lohnt sich. Oh, warte mal. Wir müssen hier kurz mal auf B+ gehen, weil sonst hätten wir zu viele Features gehabt. Okay. Alle Sprachen aktivieren bitte. Und dann geht's los. Direkter Hype-Bonus. Jawohl! Ein Grafiker. Dann kommen wir hier ran. Dich können wir auf jeden Fall gut gebrauchen hier oben. Ja, wir haben hier einen 39er. Oh, direkt der nächste. Komm ran. Setz dich. Dann könnten wir vielleicht hier... Der muss raus. Und der ebenfalls. Neue Gameplay-Features. Oh, 70 bis 90. Macht nochmal weiter. Wiederholbare Quests. Kommt jetzt auch nochmal rein. Oh, Minecraft wurde vom Markt genommen. Ja, gute 5 Millionen. Die Produktionskosten waren hoch. Oder irre ich mich? Wie viel haben wir denn davon noch? Lagerbestand verkaufen. Oh ja. Davon haben wir viel zu viel produziert. Ich meine, wir machen jetzt nochmal 1,6 Millionen plus. Das ist auch alles gut. Kann ich denn selbst so ein Sale machen? Budget Game. Okay, welches Spiel möchte ich erneut veröffentlichen? Es können nur... Ah, die mindestens ein Jahr nicht mehr erhältlich. Interessant. Dann kann man wahrscheinlich seine Lagerbestände danach verkaufen. Weißt du, kennt man ja so Game of the Year, Spardingens. Oh, alles automatisch erforschen. Das könnten wir eigentlich mal machen, oder? Dann haben wir wirklich die komplette Auswahl. Geht das nicht? Doch, ich mache jetzt mal
Ich fange hier bei Agenten an und dann erforscht er, glaube ich. Ja, jetzt erforscht er alles automatisch. Das ist schon geil. Oh, was ist das denn? Videogame-Boom. Die Computerspielebranche verzeichnet einen starken Aufschwung. In den nächsten Monaten werden sich alle Spiele deutlich besser verkaufen. Okay, dann sollten wir vielleicht mal hier die Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. Sehr nice. Nächste Woche. Oh ja. Gucken wir. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Oh, ab 16. Ja. Ne, 87. Ha, Sally 3. Du enttäuscht nie. So. Sally, können wir direkt hier Spiel produzieren. Sally 3. Ja, perfekt. Dann mal ran da. Und dann wird direkt das nächste Spiel entwickelt. Der Golem-König. Ja. Engine erwerben? Nö, wir brauchen keine neue Engine. Boah, der Personal Computer erreicht schon 51 Millionen Menschen. Das ist heftig. Das ist jetzt mega viel. Insgesamt über 100 Millionen Leute, die wir erreichen. Das hatten wir auch noch nie. Aber hey, es ist wirklich so. Die Spielebranche und auch Spielen im Allgemeinen, also Videospiele, Was? Achso, Fortsetzung, genau. Als ich groß geworden bin, waren Videospiele vielmehr so für, ja, Nerds. Für Außenseiter. Und mittlerweile muss man ja sagen, Gaming ist schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es gibt immer noch teilweise die ältere Generation, die das belächelt. Aber es ist schon meiner Meinung nach deutlich, ja, wie sagt man, anerkannter. Was ich cool finde. Weil bei mir in der Klasse haben nur ich und meine Kollegen, das waren so 4, 5 Leute, wir waren die einzigen, die gedaddelt haben. So, Entwicklung fortsetzen, genau. Oh, wir haben auch schon 1 Million gemacht mit Sally 3. Das ist sehr gut. Oh, wir haben die 50 Millionen geknackt. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Oh, noch einen neuen Grafikdesigner. Chillig. Komm ran. Ja, dann werden wir das hier auf jeden Fall kaufen. Bam. Okay, da müssen wir dann nochmal entscheiden, was da alles reinkommt. Wir haben ja noch ein paar Positionen. Also wir haben noch kein Qualitätssicherungs-Support haben wir nicht. Werkstatt. Ah, Werkstatt ist, glaube ich, wenn du so deinen eigenen Spielerautomaten herstellen willst. Da gucken wir aber einfach mal. Dann hauen wir das doch mal raus. Sehr gut. Wieder ab 16. Interessant. Aber eine 84. Dann müssen wir das direkt mal wieder produzieren. Der Golem-König. Perfekt. Aber dann machen wir direkt weiter. Lass Sally 4 schon mal rausbringen. Und dann sollen sie direkt ranmachen. Oh! Einer der Level-Designer hat aus Versehen ein bereits fertiggestelltes Level überschrieben. Das komplette Level muss nun neu erstellt werden. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Oh! Jawohl, Gamescom ist wieder am Start. Da gehen wir ran. Auf jeden Fall mit der Golem-König, Sally 4 und die Abenteuer von Mini-Edgar. Oh, Alter. Was ging denn? Die Abenteuer von Mini-Edgar haben einfach 15 Millionen Dollar eingespielt. Das ist schon krass. Also das ist tatsächlich schon sehr heftig. Wir können hier unten auch mal Aufgabe abbrechen. Und dann hätte ich ganz gerne Spieletester, Game Designer. Wer sind denn die, die hier unten sitzen? Game Design, okay. Fachkräfte für Game Designer. Da mal ran. Oh, neuer Kopierschutz. SafeForce V2. Den werden wir direkt mal kaufen. DevKits. Ah ja. Aber die haben ja wenig Marktanteile. Oh, es sind auch... Geschicklichkeit ist jetzt im Trend. Unbeliebt ist Action. Rennspiele ist jetzt unbeliebt. Oh nein. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Dass das unbeliebt ist. Das Spiel ist trotzdem gut. Dann gehen wir hier mal rein. Oh, wir haben keine Produktionskapazitäten. Weil die hier sind alle... Okay, krass. Sally ist jetzt Sally 2. Das ist gut, weil dann können wir jetzt wieder ein Spiel produzieren. Und zwar Sally 4. Sehr gut. So, Rennspiel müssen wir hier mal rausnehmen. Im Trend ist wieder Geschicklichkeit. So. Der Golem-König Teil 2. Krass, wir haben auch schon wieder 27 Millionen. Also das läuft schon wie am Schnürchen. Aber wir müssen noch... Ich meine, ein großes Ziel ist auf jeden Fall nochmal eine erfolgreiche... Konsole rauszubringen. Oh, Level Designer. Krass. Wie immer noch geforscht wird nach diesen ganzen
Genres. Und wir, aber wir sind schon bei S. Ich glaube, das wird alphabetisch abgeknuspert. Oh, nee, okay. Gut, das macht keinen Sinn mit Druide dann. Ich glaube, dass wir hier oben aber nochmal eine Produktionsstätte brauchen. Das kann ich eigentlich auch nochmal machen. Es muss ja nur 5x5 sein. Das würde ja schon reichen. Obwohl, dann kann ich es direkt auch hier zum Eingang packen. Dann reicht 7x5. Kommt hier eine Tür hin. Direkt füllen bitte. Super. Oh, Gameplay ist jetzt aber nicht mehr so schwach. Oder was auch immer das Grüne nochmal war. Oh, neuer Game Designer. Das hat lange gedauert. Aber er ist am Start. Selbst vertreiben. Zack. Nächste Woche. Und eine... Oh! Eine 88er Wertung. Okay, das war geil jetzt. Wird direkt produziert. Golem König 2. Wunderbar. Wie sieht denn das Lager? Ja, da ist noch ein bisschen was. Können wir irgendwo Lager... Ah, Sally 2 können wir verkaufen. Sehr gut. Dann ist auch da wieder genügend Platz. Ich würde tatsächlich... Oh, okay. Nimm ich. Komm her. Kurz mal hier einen Raum für... Mit der Qualitätssicherung kannst du Gameplay deiner Spiele verbessern. Aber war das hier unten nicht Qualitätssicherung? Ah doch, hier, das ist... Ah, okay, okay, okay. Du hast einfach nur ein bisschen blöd. Dann können wir aber hier Support. Kann man dann hier reinsetzen. So, es fehlt eine Tür. Bekommt ihr. Wunderbar. Gut, dann werde ich die hier unten Aufgabe abbrechen. Ja, wir brauchen jetzt Fachkräfte. Ist ja eine Bürokraft, oder nicht? Ja, dann lass uns direkt mal ein neues Spiel. Oh, es gibt auch ein Remaster. Ein Spin-off. Ja. Aber da gibt es nichts, was so den Hype richtig krass rausholen würde. Deswegen würde ich eher einfach eine Fortsetzung machen. Boah, guck mal, bei Ark Evolution. Das würde plus 50 Hype geben. Das machen wir. Wir nennen es dann Ark Domination. Keine Ahnung, was der Sinn dahinter ist. Ark Dominate. Obwohl Geschicklichkeit? Doch, Geschicklichkeit ist, glaube ich, im Trend. Aber Rollenspiele? Warte mal, geschicklich? Ja, perfekt. Dann machen wir nochmal Denkspiel dazu. Lizenz, History of Time. Ja, Ark Domination, Junge. Das läuft. Na, jetzt sind wir schon bei 141 Millionen Leuten. Ja, da kommt der Hype-Bonus. Perfekt. Dann arbeitet mal alle fein. Oh, ah ja, Marketing und Support. Komm mal ran hier. Hier haben wir noch eifrig Leute. Kundensupport. Kundensupport starten. Geringe Auslastung. Ja, aber das ist doch gut. Ich glaube, das bringt schon was, wenn wir uns darum echt gut kümmern. Jawohl, da kommt direkt der Nächste. Die beantworten halt so Mails. Oh. Jawohl. Alter. Wir haben wieder alles gewonnen, was es gibt. Tipptopp. Ja, macht nochmal die Bugs weg. Ja, und dann selbst vertreiben. Oh. Wieder eine 88. Ark Domination. So, jetzt müssen wir kurz mal gucken, wie sieht das denn aus? Sally, Abend. Oh, die sind alle noch am Start. Also, wir haben aktuell halt unfassbar viele Games auf dem Markt. Alter, die Abenteuer von Mini Edgar haben einfach mal 20 Millionen gebracht. Wir haben 45 Millionen. Alter Schwede. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal eine kleine Produktion reinsetzen. Obwohl, hier passt das nicht. Aber hier fehlt eine Tür. Kommst du? Zack. Huh? Warum hat er denn da jetzt nur einen reingemacht? Aber ich glaube, die Tür steht richtig schlecht da. Raum umgestalten. Ja, guck mal, dann können da die zwei, das reicht dann auch. Und zwar Ark Domination. Genau. Ja, dann mal ab dafür. Oh, Kundensupport. Wo sehen wir denn jetzt zum Beispiel, ob das was bringt? Kundensupport. Ja, sehr geringe Auslastung. Ja, ja, das ist gut. Unbeantwortete Fragen 8000. Nee, nee, das finde ich wirklich nice. Oh, da kommt direkt der Nächste. Ja, und die Abteilung ist schon super. Die arbeiten richtig gut. Direkt der Nächste. Oh, ist da noch Platz? Ja. Ach so, sehen wir ja sogar 5 von 6. Krass, wir haben 64 Millionen. Wir können uns das jetzt leisten. Das machen wir allerdings beim nächsten Mal. Leute, das war's mit einer kleinen weiteren Runde von Mad Games Tycoon 2. Wenn es euch gefallen hat, ihr weiterhin Lust habt auf eine weitere Folge, lasst super gerne ein Like da. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für den kleinen süßen Mini-Paluten. Vieles mehr. Leute, fettes Dankeschön fürs Zusehen. Euch noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.